R-E-W-I-N-S-I-D-E. Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Masterbuilders, meine Freunde. Es ist eine lange, lange Zeit her und ich möchte mit dieser Staffel, beziehungsweise mit diesem Video, die Staffel Masterbuilders reanimieren, habe wieder Endbock auf dieses Format. Und ich hoffe, ja, ihr habt das auch. Mit dabei ist heute die gute alte Eve, hallo. Die gute alte. Die gute hallo. Alte. Alle! Gute alte Eve. Masterbuilders. Okay, so viel dazu, meine Freunde. Wenn ihr wieder Bock habt, dass Masterbuilders jetzt wieder regelmäßig bei mir kommt, dann smasht diesen Like-Button so hart rein, dass eure Maus kaputt ist und schickt mir davon Fotos auf Twitter. Denn wir bauen jetzt erstmal einen richtig geilen Astronauten, meine Freunde. Kann man den Boden jetzt hier ändern? Nee, das haben sie immer noch nicht richtig gemacht. Props auf jeden Fall hier an Mindplex. Ach nein, die stecken doch hier keine Energie mehr hier rein irgendwie. Wir sind da irgendwie so super faul geworden, Leute. Ach so, scheiße. Ich habe aber wieder, wie gesagt, richtig, richtig Bock auf Masterbuilders. Und ich weiß nicht, ich habe mir jetzt gedacht, jetzt ist die Eve gerade hier. Dann machen wir das einfach mal. Nehmen wir nochmal zusammen eine Runde auf. Es ist echt schon lange her gewesen, dass ich nochmal ernsthaft Masterbuilders aufgenommen habe. Sonst immer mit Alphastein, wenn ich keinen anderen Ausweg gefunden habe und irgendwie dachte, so, jetzt ist aber noch Zeit, dein Gehirn richtig zu zerstören. Dann habe ich Masterbuilders aufgenommen, wenn ich dachte, so, jetzt Alphastein, gemeinsam kannst du mit dem das Gehirn zerstören lassen. So, ich habe auch lange nicht mehr gespielt, Leute. Das muss ich aber dazu sagen. Es ist lange, lange her, dass ich das letzte Mal richtig Masterbuilders gespielt habe. Ich glaube, ich muss diesen Astronauten sehr männlich machen. Ja, Leute, schön, dass Eve auch wieder mit dabei ist. Das haben wir alle auch sehr vermisst, nehme ich an. Nicht? Also, Leute, im Dezember findet ja ein 24-Stunden-Stream mal wieder statt. So, und das wird ein kompletter Charity-Stream werden. Darauf möchte ich euch einfach mal vorbereiten. Euch da Bescheid geben quasi, dass das Ding komplett zum guten Zweck genutzt wird. Das heißt, da gehen alle Einnahmen an eine Organisation in Afrika, die ich mir bereits rausgesucht habe. Und das wird ziemlich, ziemlich nice. Ich habe auch sehr, sehr viele Gäste da tatsächlich vor Ort. Und wollte euch einfach nur schon mal anteasern, dass das auf jeden Fall passieren wird. Eve, was tust du da gerade? Ey, das schaffe ich niemals. Ich schaff das niemals, Mann. Ich bin so am Struggeln. Ich bin so am Struggeln gerade. Oh Gott, ich habe noch nie so was Schreckliches gebaut. Echt nicht? Nee, ich habe noch nie so etwas Schreckliches gebaut. Was fliegen hier für komische... Sieht aus, als würden hier irgendwelche Leute durchfliegen. Ja, das passiert auch irgendwie zwischendurch. Ich weiß auch nicht, warum. Oh Mann, das hier ist eine Missgeburt unterm Herrn, Alter. Ey, Leute, das wird nicht fertig, es wird nicht fertig, es wird nicht fertig, es wird nicht fertig. Und es ist asynchron. Scheiße, es ist asymmetrisch auch noch dazu. Nein, nicht bei der ersten Folge, bitte. Ich wollte mir doch Mühe geben. Bitte warte, nicht. Ich muss noch das... Nein, komm schon. Oh Gott, ich bin so ein Kind, ey. Ach komm, dann machen wir noch. Nein, nein, bitte nicht beenden. Ich schaff's noch, ich schaff's noch. 5 Sekunden. Geschafft. Das ist eine richtige Missgestalt. Ist das scheiße? Egal, das ist immer noch besser als das da. Also von daher, vielleicht reicht's doch für einen Sieg. Alter, meh. Das gibt mal ein richtiges meh. Meh. Ich schwitze richtig, Mann. Ich auch. Alter, richtig reingeschwitzt. Das finde ich nicht so geil. Das ist ziemlich ein Haufen Kacke, Leute. Ja, also hier nochmal. Schrecklich als meins. Die Ansage, wenn ihr Bock habt auf das von Masterbuilders, auf die Wiederkehr von Master, als ob. Welcher Bastard. Das ist amazing. Das finde ich richtig gut. Echt? Scheiße, Mann, der fickt mich. Der fickt mich. Das ist dein! Nein, der hat mich gefickt. Da, oder? Der fickt mich. Shit, Mann. Okay, egal. Egal, Leute, der Pooplord hat mich gefickt. Wenn ihr wieder Bock habt, wie gesagt, auf Masterbuilders, checkt auf jeden Fall mal den Like. Alter, Eve! Oh Gott, das ist ein Pimmel! Ich muss davon einen Screenshot machen. Geh aus dem Bild, los! Ach, die Kacke. Auf jeden Fall amazing. Ja, es geht. Oh Gott, Alter, Eve. Oh Gott, wieso hat er ein Sch... Oh Mann, oh. Ja, es tut mir leid, ich hab so scheiße gebaut und ich dachte, ich muss... Oh, das ist schlechter als meins. My eyes are bleeding, Alter. Sorry, also was soll das? Da muss man einfach mal ernsthaft sein, Leute. Das ist einfach ein totaler Haufen Scheiße, wirklich. Aber habt ihr gemerkt, meins ist nicht in die Luft geflogen? Alter, guck dir das an, was ich gebaut habe. Das hast du nicht gebaut. Doch, das habe ich gebaut. Das ist nicht schön. Ich weiß. Das ist gar nicht schön. Ich mach mal, ist okay. Ey, dieser Pooplord ist ein richtiger Bastard, Mann. Ich gebe ihm amazing Pooplord. Du bist ein Bastard. Du bist ein richtiger Bastard. Nein, das ist doch nicht deins. Doch, ich hab reingeschissen, Mann. Ich hab's doch gesagt. Du würdest doch ganz anders bauen. Ja, ich hab einfach lange nicht mehr gespielt, Mann. Ich muss halt wieder besser werden. Deshalb will ich auch wieder anfangen, Leute. Pooplord ist ein richtiger Wichser. Ich gebe ihm ein amazing, weil ich ernsthaft sage, das ist gut. Gib mir Isa Bleeding. Bei jedem. Bei jedem. Ehrlich? The Pooplord. The Pooplord. Go. Fuck. A cat. Go away. Davy, bist der Beste.
Ja, komm, was soll ich da machen, Alter, mit diesem Pooplot-Wichser? Leute, Platz 4! Leute, ganz ehrlich, reingeschissen bis zum geht nicht mehr, aber es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Hier auf jeden Fall ein dickes Shoutout an Eves Pimmel-Astronauten. Leute, das war's von der ersten Folge von Master Builders wieder. Wenn ihr wieder Bock auf Master Builders habt, smash den Like-Button. Checkt die liebe Eve aus. Und ja, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen, als dass ich wirklich enttäuscht bin vom Pooplot. Pooplot, wirklich, ich hoffe, dass du einfach mal vom Fahrrad fällst, du Penner. Brichst dir ein Bein oder so, das hättest du verdient. Leute, tschüss, auf Wiedersehen, macht's gut.